Ich wurde im Stream von meinem Mod dazu aufgefordert, eine Mario Maker Challenge abzuschließen, indem ich ein Level abschließen muss, was er für mich gebaut hat. Problem an der ganzen Sache ist, dass meine Capture Card ein bisschen Delay hat und ich dadurch sehr eingeschränkt war. Bei der ganzen Sache ging es um 15 Euro eShop-Guthaben, wenn ich die Challenge absolvieren kann. Ob ich das geschafft habe oder nicht, seht ihr im Laufe des Videos. Dementsprechend viel Spaß beim Zuschauen. Wie war das denn jetzt hier? Auf Level aus aller Welt und ich glaube, ich hatte dich als Favorit markiert, ne, Cartoonchen? Du müsstest direkt irgendwo bei Baumeister angezeigt werden. Spiel es nicht. Ich muss! Es geht um 15 Euro eShop-Guthaben. Okay, okay. Also eine Stunde werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. So viel Geduld habe ich. Wie es danach aussieht, mal schauen. Das war das, was wir auch schon im 24-Stunden-Stream probiert hatten. Okay. Oh mein Gott, leck das. Holy... Oh mein Gott. Ich habe vergessen, wie schlimm der Delay in Mario Maker ist. Bisher hat es keiner ohne Checkpoint geschafft. Dann streng dich an. Gib mein Bestes. War das jetzt? Also ist das jetzt ohne Checkpoint die Version? Ach komm, ich hab doch gedrückt. Come on. Ach nein, hast du ihn auf den Button gekommen? Okay. Das ist mit Checkpoints, alles klar. Oh, was? Ach, da hätte ich gar nicht mit ZL jumpen müssen. Ich bin übrigens auch kein Sweat in Mario, ne? Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich das letzte 2D Mario Jump'n'Run gespielt habe. So komplett am Stück. Oh mein Gott. Zack. Okay, das ging ganz gut fit. Das hier auch. Nein! Nein! Warum steht denn das Z? Ich habe das viel zu spät gelesen. Du bist nicht mal beim fünften Part irgendwas. Zack. Bin sehr gespannt, wie schlimm das noch wird. Hä? Noch später? Muss ich da noch später spinnen? Was? Nein, der Spin! Warum? Warum mache ich den Spin zwischendurch? Hatte ich Angst, dass ich zu früh abspringe und habe dann instinktiv auf die Spin-Taste gehauen. Ja, schon wieder. Ah, dämlich. Retrospektiv weiß ich gar nicht, warum ich mich hierauf eingelassen habe. Nein. Ich bin viel zu schlecht hier für Mario. Nein, come on! was? Wie, was? Da unten geht's ja... Hä? Da unten geht's ja dann sogar noch mal ein Stück geradeaus. Zum Einvierteltakt, ja. Wenn ich das so teilen könnte, wie ich möchte. Bro, ich hämmer die Taste wirklich durch. Ich krieg auch nebenbei wieder ganz sachte posttraumatische Belastungsstörungen. Von dem Slider-Theme, was hier im Hintergrund die ganze Zeit durchläuft. Also bis jetzt habe ich das noch in einigen Windbreaker-Parts eingebaut. Mal sehen, ob ich das in Zukunft anzeigen lasse, weil ich mir das im Schnitt nicht mehr anhören kann. Ich mach's einfach try and error-mäßig. Mehr bleibt mir sowieso nicht übrig.
keine Ahnung. Von mir 25 Euro beim nächsten Try. Warum ist der Sound wieder da? Warum ist der Sound wieder da? Ah, irritiert mich das. Irgendwann raucht die ab, ja. Irgendwann. Mitten im Stream. Darauf warte ich nur. Und dann kann ich euch sagen, okay, Guys, die Capture Card hat uns gerade verlassen. Alles für die 25 Euro, ne? Nee, okay. Nein, ich bin durch. Ich gebe auf. Okay, alles klar. Guys, ich surrender für heute. Wie ihr seht, habe ich am Ende die Challenge aufgegeben, nachdem ich im Stream Cup 300 Versuche hatte. Jedoch konnte ich das Ganze nicht auf mir sitzen lassen und habe mich am nächsten Tag nochmal an dem Level probiert. Seht am besten einfach selbst. Ich konnte das Level schlussendlich also doch noch durchspielen. Die Frage war aber, ob Kat das noch als geschafft durchgehen lässt. Immerhin standen die 15 Euro eShop auf dem Spiel. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich mein Können in einer anderen Challenge beweisen muss, um die 15 Euro noch zu erhalten. Deswegen streame ich Tears of the Kingdom am Samstag ohne Parasegel als Challenge. Schaut also gern vorbei, um zu sehen, wie ich mit dieser Einschränkung zurechtkomme.